So. Das war, ach, das war die Hütte einfach schon. Ein bisschen low, aber. Tobias? Ja? Ein Mietpreller. Oh. Aus Hilfe? Ich will was probieren. Bist du da? Ich sammle gerade Kupfer. Achso. Hier ist Kupfer. Oh, cool. Na gut. Warte, ich komme. Ja. Wo? Oh, hier vorne. Ah, ich sehe schon, du. Oh. Du erklärst dem Mietpreller gerade, dass das so nicht geht. Oh. Das hat nicht funktioniert. Ich habe ihm ein Stück Gesicht weggeschnitten. Oh, falsche Waffe. Oh, meine Waffe ist fast down. Ups. Shit. Das ist nicht gut, Tobias. Das ist nicht gut. Meine Waffe ist kaputt. Da vorne geht's in eine fette Höhle rein, ne? Oh, okay, da komme ich mal mit. Scheiße! Aber meine Waffe ist fast kaputt. Achso. Ist nicht gut. Oh, ich sehe schon. Ja, fette Höhle. Mhm. Okay. Doch. Hier. Oh ja, aber hast du hier Kupfer gesammelt? Weil hier sieht es sehr kupferig aus. Ja, das ist Kupfer, genau. Ja. Okay, dann würde ich ganz kurz mal... Den kann ich zerlegen, glaube ich, oder? Knisternder Zauberstab. Hm. Obwohl, der macht, glaube ich, viel Damage, ne? Der macht, glaube ich, viel Damage. Den sollte ich nicht einfach wegmachen. Kann ich dir irgendwas geben, was du stacken kannst? Vielleicht rohes Wolfsfleisch und Tierfell? Warte mal, ich habe Knochen, hätte ich im Angebot. Habe ich keine. Habe ich ja schon heimlich rübergeschickt. Warte mal, ich kann aber Garn, einen Garn kann ich wegschmeißen, das brauchen wir nicht. Oder ich gebe dir 12 Garn einfach. Ich habe Garn gerade weggeschmissen, alles gut. Hau mir einfach irgendwas rüber, ich habe Platz frei. Okay. Hast du Tierfell? Hast du Tierfell? Ja, warte, hau ich dir auch gerne rüber. Also war das jetzt nicht gemein? Cool. Nee, ich wollte mal ganz kurz hier... Ach so. Ach, du wolltest eins los. Ach so. Dann schick mir einfach irgendwas. Danke, Erik. Ja, gerne. Schön. Danke für deine Unterstützung. Ah, ich helfe dir so gerne, Tobi. Ja, ich merke schon. Nett. Oh, ich sollte auch mal Ausdauer skillen, glaube ich. Oh, puh. Oh, ist das schön. Ach, macht das Spaß. So, ganz schön viel Kupfer hier, ne? Ist schon, ich weiß nicht, was wir brauchen, aber man nimmt halt mit, ne? So, man gibt Abbau nie. Das ist mal 18 XP. 9, glaube ich. Bei mir 18. Oder? Was? Ist das schon wieder nee, 9, okay. Immer, wenn man ein Kupfer kriegt, dann hat man 9 XP, okay. So. Gibt es irgendwie... Warte mal, bevor ich mich wieder selber spoiler. Trank der Brut. Das war... Ach, Irrlicht. Ja, das soll ich vielleicht mal nutzen. Miasma Überlebenstrank. Achso, Tobi. Wir haben noch Miasma Überlebenstränke, die uns 2 Minuten geben, ne? Ja. Die gelben sind das, ne? Die sollten wir vielleicht immer mal... wir sollten die vielleicht einmal benutzen. Nein. Nur mal gucken, was passiert. Oh, ich habe Kalkstein, wie schön. Ich warte, bis das im Chat steht, um dann darauf hinzuweisen, bitte kein Backseat Gaming und dann benutze ich die. Ah, okay, das ist sehr gut. Oh, mein Rucksack ist voll. Ich frage mich, warum. Meiner nicht, Tobi. Ach so. Tja, wenn das so ist. Das lässt sich ändern, ne? Verfickte 2 Knochenmehl einfach. Was soll das, Tobi? Oh. Ja. Fürs Team, Erik. Was ist denn das hier? Oh, ein Ausdauerring. Oh, Kalkstein. Habe ich in meinen Knochen gefunden. Mm, ja, ich habe auch schon gefunden. In meiner Waschmaschine von Dieter Bürgi. Ob wir uns mit Kupfer neue Dings machen können? Spitzhacken und sowas?
Bumm. Ah, guten Hunger. Haben wir euch was niesen? Gesundheit. Tobi, Gesundheit. Oh. Dieser Struggle ist noch schnell zu schaffen, sich zu muten. Danke. Ich mach das nicht mehr so oft. Hm? Was für Kalkstein? Hä? Das ist doch Kupfer, ich sehe das doch. Ja, ich habe auch schon Kalkstein gefunden. Der ist wohl irgendwie dazwischen. Danke, Chat. Dankeschön. Danke. So. Hallo, danke. Guten Tag. Ich muss mal Ausdauer skillen oder Honig mitnehmen. Eins von beidem. Habe ich Honig dabei? Nee, ne? Nö. Nein. Ah, Kupferbarren können wir daraus machen, okay. Aber komischerweise Metall gab es keine. Also Eisen. Also haben wir noch nicht solche. Kommt wahrscheinlich noch, ne? Kommt wahrscheinlich noch. Weißt du, was cool wäre? Und das stimmt natürlich, wenn Pelz das jetzt abbauen könnten. Ah, das stimmt. Das stimmt, absolut. Wir würden hier eine Base machen und dann könnten die gemütliche abbauen und wir würden schon mal ein bisschen weiter gucken. Alle profitieren. Hä, mir ist gerade jemand gefolgt, der Gesundheit heißt. Hä? Geil, danke für den Follow, Gesundheit. Nice. Warum? Keine Ahnung. Wie schnell der Name angelegt war. Wobei, nee, der war der nicht schon weg? Ist, scheinbar nicht, weil aber ist krass, auf jeden Fall. Also, den Name ist nice. Cool. So. Folgendes kostenlose, die Glocke aktivieren. Twitch Prime ist mehr kostenfrei, wusstet ihr das? So, puh. Sag mal, wie viel sollen wir denn mitnehmen eigentlich? Wie viel hast denn du? 5 Kalkstein und 25 Kupfererz. Ich habe auch 25 Kupfer. Ich glaube, das reicht erstmal, oder? Ja. Kann man sich die Location merken? Sollte man sich hier vielleicht, sollte man vielleicht doch irgendwie, oh, was, wo geht's denn da hin? Gesundheit hat sogar reingesappt. Oh, geil. Dankeschön. Nice. Geile Gesundheit. Ich wünsche uns allen Gesundheit. Okay, hier können wir... Oh Gott. Hier können wir Feuerstein farmen und hier kann man noch irgendwas mitnehmen, ist durchsuchen. Ist das Feuerstein? Bist du dir sicher? War Feuerstein nicht rötlich? Nee, das hier ist Feuerstein. Ja? Ja, sieht genauso aus. Ja, tatsächlich, okay. Alles klar. Ja, okay. Ob es hier irgendwo hindurchgeht, weiß ich natürlich nicht. Hier ist viel Schrott davor, also vielleicht kann man sich da irgendwo durchgraben. Aber ich weiß halt nicht genau, ob die so eine geheimen Dinger gemacht haben irgendwo. Ne, weil guck mal, hier ist ja so ein Einsturz, wenn man sich da durcharbeitet. Ich weiß aber nicht genau, ob da eine Mine hinter ist. Ich würde es aber feiern, wenn es so wäre. Ich meine, ich finde die Location hier nicht uninteressant, ne? Also. Ist der Gesundheit ja auch gerade rein? Ja, geil. Nice. Vielen Dank, Gesundheit. Nee, Dankeschön. Dir auch Gesundheit, hey. Ach, Dankeschön. Uns allen Gesundheit. Und allen Menschen ein Wohlgefallen. Basti 4, Dankeschön für deine Gifted-Subs. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Oh, schön. Huch, aua. Tobi, ich glaube fast, wir kommen gar nicht hoch von hier aus. Kann das sein? Meinst du, wir müssen um den Berg herumlaufen? Ich glaube fast, wir müssen durch das fiese rote Miasma, um da hochzukommen. Aber ich glaube nicht, dass wir da schon rein können, ne? Nee, auf keinen Fall. Da sind wir sofort tot wahrscheinlich. Säulen der Schöpfung. Hier sind wir wieder. Nein. Oh Gott. Klappt das? Hast du dich da jetzt hochgedoublejumped? Nun, ich möchte nicht darüber reden, Tobi. Guck ihn dir an. Ich glaube, das ist nicht gewollt. Ich kann mir nicht helfen, aber es wirkt jetzt nicht so. Okay, ich muss mehr Ausdauer tanken erstmal wieder. So, warte. Ich warte mal auf die Ausdauer, dann gucken wir mal. So. Ich hoffe, da oben gibt es einen Wegpunkt.
Er backt sich da einfach hoch. Oh. Da kann wohl die Wahrheit. Blue Dragon, dankeschön. Vielen Dank, Blue Dragon, dankeschön. Ja, haben wir irgendwas hier für Gedingse? Wir haben nur Mana und Heiltrank, ne? Ich habe jetzt nichts, was mir Ausdauer gibt. Helles Irrlicht, ja. Macht. Ach, 20 Ausdauerpunkte. Hier. Für eine halbe Stunde. Oh. Weil das sieht sehr steil aus, wo du da gerade bist. Ah, shit. Ja, das wird irgendwie nichts. Ja, das ist zu steil, glaube ich, hier. Ah, kacke. Und ich muss aufpassen, dass ich runtersegle gleich. Ich meine, wir könnten theoretisch... Ah ne, Flammenaltar, okay. Meine Spitzhacke ist leider schon used. Sonst könnte man hier natürlich Löcher reingraben, ne? Das war so links, rechts jumpen oder was? Warte. Ich warte kurz auf meine Ausdauer. Was denn? Ich krieg Besuch vom Wolf. Ah, die kommen aber nicht hoch. Ah. Oh, oh shit, nein! Oh, pfff. Okay. Die Steuerung dreht völlig durch nach einer Weile. Okay. Okay, das geht nicht. Oh, ich will das jetzt unbedingt schaffen. Okay. Ja, meine Spitzhacke macht das leider nicht mit. Ah, scheiße. Ja, ich glaube, das wird nichts. Wir graben uns damit immer tiefer in den Berg. Das ist keine gute Idee, was ich hier mache. Sei denn... Warte, warte, die Ausdauer kurz mal abwarten. Warte, 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 warte. Nee, das wird nix. Ah, schade. Oh, Mann. Oh, 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 oh. Okay, ich komme wieder runter. Torin, das ist 18 jetzt hier. Geil für die XP. Dankeschön für die XP. Schade. Kein ja, Problem. Die Spitzhacke ist fast kaputt und da wären wir nicht hochgekommen. Heißt aber nicht, dass wir nicht hochkommen. Heißt nur, dass es vielleicht nicht die richtige Stelle war. Die Zwerge haben zu tief gegraben. So. Was? Wie haben die uns genannt? Oh, bist du hochgekommen? Nee, nicht an der Stelle, leider. Aber jetzt habe ich Blut geleckt. Es ist diese Zeit im Monatum. Ach Gott. Tag. Hi. Na? Hast du eine einigermaßen intakte Spitzhacke? Nee, überhaupt nicht. Die ist leider ziemlich damaged. Schade. Okay. Oh, wie cool das aussieht. Okay, das mit dem Springen ist echt wild. Was denn? Oh ja. Geil. Ah, okay, cool, dass jetzt Nacht ist. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht mal, wo ich hier... Oh, oh. Hallo. Alter! ich muss damit aufhören. Okay. Feldsichelhof. Oh, wir sind so nah am Refugium der Flamme, ne? Ja, übel, ne? Aber wir kommen nicht hoch. Ist die denn da oben? Nee, ist sie nicht. Die ist in diese Richtung da vorne, oder nicht? Die ist hier in diese Richtung. Ja, ja, die ist, ja. Aber. Ich sehe nichts. Dito. Weil die ist eher so... Ist das nicht die, wo wir schon waren? Das ist doch die Säule der Schöpfung. Das ist doch hier um die Ecke. Da waren wir doch gerade. Oder? Ist das nicht dieser komische Altarraum da drinnen? War das die? Nee, wir waren bei der O.
Ach doch, ja, wir waren mal der. Stimmt, wir wollten in den Norden. Ja, haben alle vergessen. Ja, da vorne ist das Ding. Ja. Wollen wir zur Niederauen, Warte, schnell reisen und dann zum Refugium der Flamme runter? Zum anderen, damit wir die also Funken hören? Ich würde kurz vorher nach Hause gehen und kurz Sachen reparieren und abladen. Okay, vielleicht eine gute Idee. Dann dahin und dann weiter, ja. Jo. Dann machen wir. Plan war. Dann machen wir das. Machen wir so. Da können wir nochmal schön geil schlafen gehen. Legen wir uns nochmal gemeinsam hin. Ja. Cool. Oh nein, die haben beide wieder was zu quatschen. Na, natürlich. Natürlich. Dieser Ort, die Krypte der Bauer, hast du dir angesehen? Wir haben keine Zeit zu verlieren. What? Ja. Ein Test der Fähigkeiten. Dein Schritt ist lautlos. Was soll das denn jetzt heißen? Was redet die Frau über meinen Schritt? Dein Blick entschlossen. Du warst auf der Jagd. Ich werde nicht fragen, welche Fährten du imstande bist zu lesen, aber deine Beute ist bestenfalls akzeptabel. Versuche etwas Tierfell zu erbeuten, dann können wir reden. Willst du mich verarschen? Wir haben 30.000 Tierfell in Kisten. Halt die Fresse. Kannst du das annehmen und wir nehmen das einfach aus der Kiste raus? Ja, ich... Eigentlich ein Test der Fähigkeiten? Ich... Auf Wiedersehen. Das sind diese ganzen Lowbob-Missionen. Okay, was denn? Wer kriegt denn da draußen gerade Schaden? Wölfe gegen Ziegen. Ah, okay. Ah, ah, ah. Alles klar. So, was hat er wieder, Balthasar? Our fire burns still. Now do that what happens. Ah. Sind die alle aus England? Untersuche die beunruhigenden Gerüchte. Flammenblut. Mir sind beunruhigende Gerüchte zu Ohren gedrungen. Etwas Groteskes geht in den Hochweiden vor sich. Eine Abscheulichkeit und ein Missbrauch des Elixiers. Bitte, beende diesen Schrecken, bevor es zu spät ist. Neuer Ort kartiert. Schutz der Flamme. Flammenblut. Weißt du, warum man dich so nennt? Du entstammst der Verbindung zwischen den Erbauer und den Menschen. Die Flamme der Erbauer erlaubt es dir, das Miasma unversehrt zu betreten. Aber ihre Glut hält nicht ewig an. Mit dieser Kraft kannst du die Welt wieder aufbauen. Meint er mich oder dich? Ich fühle mich jetzt mal nicht angesprochen, ne? Ich auch nicht. Ich habe anderes zu tun. Ich finde ihn ein bisschen süß. So. Ich bin nur hier, um die Welt zu looten. Kupfer mal einschmelzen. Wo macht man das denn dann bei dem Ding hier draußen? Probier mal. Ich glaube, das ist nur eine Köhlerei, ne? Da kannst du, glaube ich, nichts einschmelzen. Hier wahrscheinlich, oder? An der Schmiede hier. Ah ja. Warum winken die denn immer? So. Wir haben eine Flamme. Okay, wir können nur Metallplatten an den Schmieden machen, leider. Kein Kupfer. Ja. Knochengerüst. Knochengerüst. Ich fand den Zauberstab ganz cool. Knisternder Zauberstab, den fand ich ganz nice. Der ist irgendwie besser als unsere, aber Feuer funktioniert momentan sehr gut. Dann haben wir noch den Eisbolzen mit 35 Schaden. Feuerball 1. Die können wir, glaube ich, mit dem Hirten des Donners, ne? Hirten? Oder wir brauchen vielleicht da auch ein Feuerding. Ich kenne mich doch nicht so aus. Der hier kann weg. Okay, Bewegen, Aktionen. Ich müsste mich mal vielleicht mit diesem, wie nennt man die Dinger eigentlich? Wir haben die Zauberstäbe und wie heißen die großen Zauberstäbe? Also, Noch größere Zauberstäbe. Ja, das klingt gut, ja, okay. Ja, nenne ich mal Wanderstock, ne? Magierstab. Zauberstab und Magierstab. Ja, okay. Das ist ausrüstbar, wenn ich den jetzt ausrüste. Das ist der normale, glaube ich, ne? 20 Jahre, okay. Ja, naja, wir gucken mal. Zauberstock. Ein Hirtenstab. Geil, Tobi. Komm her. Ach, Tobi, komm. Ah.
Oh, kaum liegt man da, Greta Hahn ist mal dasselbe. Ja, fühle ich. Ist zu realistisch. Ja. Aber einfach mal liegen bleiben. Hey. Morgens vergeht die Zeit immer nicht schneller, ne? Es geht nur nachts. Und uns fehlt immer noch Wärme. Dass man den Tag nicht überschläft, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, ich habe noch einen Ausdauerring. Ich muss noch mal kurz gucken, ob hier... Oh, was ist denn das für ein Ring? Ach, endloser Leben schon wieder. Wer will das schon? Blue Dragon, danke schön. Vielen, vielen Dank. Achso, die Funken? Ach, hier. Da rein, die Runen auch. Knisternder Zauberstab, was war? Wurzelstab. Stufe 3. Hey! Hey! Oh. Die kann ich, glaube ich. Ah, ne, die waren. Ach, das waren der Kandierte. Ich habe das Gefühl, wir brauchen immer. Ich habe das Gefühl, wir brauchen immer mehr Platz in den Truhen. Ja, es gibt auch größere Truhen tatsächlich, aber die haben wir noch nicht gefunden, leider. Wir müssten eigentlich das Lager mal ausbauen. Autsch. Ich bin daneben gestanden. Das war dumm. Das war ein bisschen dumm, aber hey. Und dann müssten wir wirklich für jedes Item eine Kiste machen. Ja, wäre sinnvoll, ne? Ja. Oh no, ich komme hier gar nicht mehr runter. Du hast das tiefer gemacht. Ciao, Tobi. Ich komme hier gar nicht mehr weg. Okay, ich habe eine Spitzhacke. Ich mache dem hier unten alles kaputt. Tobias. Ich grab mich hier raus. Tobias. Mein Sohn. Bau da jetzt einmal irgendwas hinter dich herauskommen und quatsch mir keine Kartoffel ans Ohr. Du bist jetzt 18 Jahre geworden und darfst den Keller verlassen. Warte, ich guck mal kurz. Wie war das nochmal mit der Treppe? Nee, nicht aus Knochen. Ach, ich habe gar kein Holz dabei. Tja, naja, Tobias, ciao. Da kann man nichts machen. Ich hol mal kurz Holz. Haben wir vielleicht irgendwo... Tobi, ich bin sicher, wir haben irgendwo Holz. Du musst mir noch eine Minute geben, weil hier ist alles sehr unkategorisiert. Aber das ist auch eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Was denn? Tschüss. Mein Sohn! Ich gebe mir Mühe und hole das Holz. Ist einfach... Warum bemühe ich mich überhaupt? Es gibt schon einen Grund, warum der unten war, die 18 Jahre. Der war mal frech. Mit 6. So. Aber eigentlich... Ich meine, wir müssten eigentlich noch so 3-4 tiefer bauen. Dann müssen wir noch lernen, drei, wie man... 3-4 tiefer bauen? Ist meinst du, dass das tief genug ist? Tobias, definiere genug. Ja, ist schon gut. Ja, Entschuldigung. Schon, wie konnte ich nur so dumm sein? Entschuldige bitte. Ich hab nämlich überlegt, also wir können ja sowieso das ganze Grundstück unterkellern, aber ich würde das halt gerne so tief machen, dass es ein bisschen nach Moria aussieht. Weil... Ist doch jetzt auch egal. Moria also, ja? Ja. Die Minen von Mr. Morgan. Weiß ich nicht, ob ich die erkunden möchte. Oh. Nee, weiß ich nicht. Mori, mach deine Minen bitte wieder zu. Warte, was habe ich denn hier? Das sind noch... Ach, Feuersteinpfeile habe ich irgendwie 48. Fleisch. Hier. Ach, Kupfer. Ja, ich packe mal das Kupfer auch in die Kiste, ne? Ist ja egal. Ja, wir können da leider noch nicht einschmelzen. Also hier zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwas für brauchen. Wahrscheinlich müssen wir die Mission bei dem Schmied oder was machen. Wir haben noch die Hauptmission, wir sollen einen weiteren Flammenaltar bauen. Das hätten wir vielleicht gerade da oben machen sollen, aber was brauchen wir dafür? Hey. Flammenaltar. Steine. Fünf Steine. Ja gut, die haben wir nicht. Ja, die hatten wir auch nicht dabei, das ist ärgerlich jetzt. Ja, ne? Ja, sonst hätte man natürlich gemacht. Okay, aber...
Weißt du, was ich gerne wissen würde? Wenn wir jetzt im Westen zum Refugium der Flamme gehen, ich glaube, da waren wir schon mal, aber kriegen wir dann noch einen Funken? Also wieder einen Funken nach dem Einloggen, weil alles resettet hat. Meinst du das so wie beim Mist Survival? Ich glaube ja. Oh nee, glaube ich nicht, oder? Meinst du das? Nee, das glaube ich Lass nicht. Lass uns auf die Probe stellen, Tobi. Was haben wir zu verlieren? Ausloggen und wieder einloggen, oder was? Wir sind ja schon wir sind ja schon wieder eingeloggt. Also wir haben ja heute wieder angefangen. Also lass uns das ausprobieren. Ja, okay, dann ich folge dir. Ich folge dir. Oh, der heult zu lange. Oh. Okay, gut. Na, gut. Ich lasse den sogar liegen als Mahnmal. Ich loote den jetzt nicht. So, wenn die mal draus lernen würden. Warte mal. Oh, ich habe gerade Grafikfehler gesehen. Cool. Kann ich refunden? Das war ganz kurz. Uha. Wow. Ich habe keine Ausdauer mehr. Nein. Ja, gerade so flumm. Einfach weg. So. Ach, hier schon wieder. Oh, guck mal, wer wieder da ist. Sehr gut. Ciao. Sehr gut. Ich glaube, da ist nur Schrott drin, das lohnt sich gar nicht. Nee. Ja. Warte. Ich glaube, das Refugium war das, wo das Liebespaar saß, ne? Das dann irgendwie, ach ja, hier, die mit der traurigen Story. Ach, der ja, Wolf. Gut, traurig geht, ne? Wenn du das traurig findest, bitte. Na gut. Ist das für dich ein Happy End? Ja, schon. Na gut. Genau, der Salim. Oh. Sag mal. Sehr gut. Von schräg nach hinten. Ist für mich auch ein Happy End. Von schräg nach hinten. Hier waren wir auch schon drin, oder? Bist du dir sicher? Nee, irgendwie gar nicht. Ich glaube, wir waren hier noch nicht. Tobias. Klappe. Rumgejaule da. Gefahren in der Nähe ist aber auch eher so relativ, oder? Oder hast du einen Dietrich? Nein. Nein. Nicht. Der wollte nie mitkommen. Scheiße. Ich hasse Dietrich, der ist immer so faul. Okay. Das sieht schon cool aus. Was denn? Wo bist du denn? Wie bist du hochgeklettert? Da vorne ist so ein Ding zum Hochklettern. Ach, hier. Ohne Fackel sieht man hier nichts. Cool. Miasma. Oh. Warte, hier geht's noch weiter hoch. Bäh. Miasma. Geil, das hat sich gelohnt. Erik, du bist echt der richtige Schatzjäger. Ja, das hab ich ein Näschen für. Geil. Einfach Indiana Jones, der Junge, ey, krass. Ja. Meine besondere Fähigkeit ist, Sackgassen zu erschnuppern. Okay, wir sind gleich da. Ich bin Speedrunner. Aber müssen wir. War das hoch? Das war doch irgendwo in der Bergwand drin, oder? Okay, hier ist. Ja. An die kann ich mich noch erinnern. Friedlicher Acker, ja, sehr friedlich. Seh schon. Es lädt sehr zum Chillen ein hier. So. Mussten wir nach oben. War das nicht irgendwo in der Bergwand drin? Und wir mussten aber oben über so einen Weg oder so? Oder. Ach ja, ach, guck mal, hier ist noch der Wolfsbau. Ist die Mutti auch noch da? Ach, ja, nicht mehr lange. So, Mutti. Hat sie ausgejault. Da drin ist ein Skelett, die haben sich einen reingezogen.
Ah, hier oben. Ich glaube, hier oben war das, oder? Glaube ich. Ich weiß nicht genau. Wir gucken mal. So. Ja, vielleicht war es nicht hier. Aber da wachsen Tomaten. Tomaten? Aber ist das nicht auf der Map? Ist das nicht auf der Map irgendwo? Ja, in diese Richtung hier irgendwo. Aber ich dachte... Ist das das auf dem Hügel oben? Weiß ich jetzt nicht, Tobi. Das kann ich hier gerade nicht sagen. Es ist nur in diese Richtung. Okay. Aber was machen wir jetzt, wenn da nichts mehr ist? Dann sind wir von umsonst hierher gelaufen, ne? Doch, doch, da wird schon was sein. Oh. Aha. Was ist das? Hilfe! Hilfe! Lol. Was? Ich bin irgendwie wieder runtergeglitscht gerade, wo ich schon oben war. Ja, sowas war bei mir vorhin beim Berg. Ich glaube fast, wir sind hier falsch.